Damals ging es darum, dass das Saarland einen Wasserstraßenanschluss haben musste. Dafür musste man eine Kosten-Nutzen-Analyse zunächst machen. Gab es früher noch gar nicht. Mein universitärer Lehrer Hans-Karl Schneider, ein großer Ökonom, hat das als erster in Deutschland wirklich aufgearbeitet. Ich war also ein Spezialist in Kosten-Nutzen-Analyse. So wurde ich Berater da unten im Saarland. Dann hat der Ministerpräsident Saarlands, Franz Josef Röder, seine Freude an mir gefunden und hat mich da behalten. Dann bin ich aber erst noch mal an die Universität nach Hannover berufen worden, war immer noch nicht an Politik zu denken. Und dann bin ich von dort, von Bernhard Vogel, der dann Ministerpräsident Rheinland-Pfalz war, gefragt worden, ob ich nicht dort Staatssekretär für Umwelt werden wollte. Eine ganz neue Angelegenheit damals, gab es eigentlich noch gar nicht so richtig, bis auf Bayern. Und da habe ich ja gesagt, weil ich dachte, das wäre vielleicht mal ganz gut, ein paar Jahre in einer solchen Funktion als Staatssekretär zu sein. Ich wollte unbedingt wieder an die Universität zurück. Hatten Sie sich denn schon mit Umweltpolitik irgendwie beruflich oder privat dann irgendwie dann vorher schon beschäftigt? Außer jetzt durch diese Kosten-Nutzen-Analyse, die ja entfernt quasi damit zu tun hatte, aber im Prinzip Sie ja nicht direkt zum Thema Umweltpolitik geführt haben. Die Antwort darauf ist einfach jein. Natürlich, ich habe einen Lehrstuhl für Landesplan und Raumordnung. Und die meisten Umweltprobleme, die wir haben, sind Planungsfehler. Du bringst eben die Siedlung zu nah an die Deponie ran, dann hast du Geruchsbelästigung und hast Schadtiere oder was auch immer. Und so bin ich als ein, das wurde noch nicht mal Umwelt genannt, da gab es dann hinterher einen Rat von Sachverständigen für Umweltfragen, der es heute noch gibt. Und da wurde ich vorgeschlagen, reinzugehen. Und da habe ich richtig Umwelt gelernt. Also man ist dort eigentlich hineingekommen über einen Weg, an dem man vorher gar nicht gedacht hatte. Es gab auch sowas wie eine fixierte Form, was ist Umweltpolitik, gab es nicht. Umweltpolitik auf Bundesebene hat noch kein Ministerium. Es gab im Innenministerium Wasser und Abfall und sowas. Es gab im Gesundheitsministerium, es gab im Landwirtschaftsministerium Naturschutz. Das kam bis hinterher. Ich bin wirklich einer von der ganz anfänglichen Gruppe derer, die sich mit dem, was wir heute als Umweltpolitik kennen, beschäftigt hat. Also das heißt, Ihr umweltpolitisches oder Ihr Umweltbewusstsein hat sich dann auch sukzessive entwickelt mit den Aufgaben, die Sie dann übernommen haben. Genau so ist es. Und wir haben, wenn ich wir sage, meine ich jetzt nicht Plural Majestatis, sondern eine solche Gruppe, war ja immer ganz spannend. Ich wurde dann, wie gesagt, mal Umweltminister in Rheinland-Pfalz. Und da regierte in Saarbrücken halt Oskar Lafontaine noch mit Joe Leinen als Umweltminister, SPD. Auf der anderen Seite war Hessen, da hatten wir Joschka Fischer als Umweltminister. Und die drei, wir hatten immer was miteinander zu schaffen. Und so haben wir uns, glaube ich, wechselseitig fast hochgearbeitet. Jeder hatte wieder die Bemühen, was Neues reinzubringen, was der andere noch nicht hatte. Es war eine wettbewerbliche Situation, die sicherlich der Umweltpolitik sehr gut getan hat.